Das Promi-Geflüster heute mal wieder aus dem, ja, kann man sagen, Homeoffice-Studio, wie auch immer. Wir sind mal wieder zu Hause. Es ist herbstlich, aber wenn man rausschaut, so ganz herbstlich schaut es gar nicht aus bei uns. Wir haben strahlenden Sonnenschein und Temperaturen. Man könnte meinen, es wäre Frühling. Tja, ein Jubiläum jagt das nächste, so kann man es natürlich auch sagen. Und bei uns heißt es ja bekanntlich im Schwabenland, mit 40 wird der Schwabe gescheit. Aber 40 Jahre haben die Truppe, die Jungs, auch auf dem Buckel mittlerweile. Ja, die Zahl, klar, da können wir jetzt gleich mal drüber philosophieren. 40 Jahre Nockies und den Frontmann nach wie vor, den Friedl, den habe ich jetzt bei mir im Interview. Halli, hallo, grüße dich, Friedl. Grüße dich, servus, hallo. Ja, 40 Jahre, es ist ja eigentlich nur eine Zahl. Wie gehst du damit um? Man sieht's. Zum einen, klar, es ist ein tolles Jubiläum, klar, dass man so viel erreicht hat, aber andererseits auch erschreckend, oder? Ja, 40 Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, erreicht nicht jeder. Nicht jeder kann sich über 40 Jahre erfreuen. Wir haben das große Glück und haben das geschafft und deshalb muss ich sagen, schätzen wir das auch. 40 Jahre auf der Bühne zu stehen, ist irgendwo doch ein Privileg. Und deshalb feiern wir diese 40 Jahre auch ein Jahr lang. Das heißt, wir haben bei unserem letzten Nockies-Fest im September mit diesem 40 Jahr oder mit dieser 40 Jahr Feier begonnen. Feiern ein ganzes Jahr und nächstes Jahr vom 15. bis 17. September, wo es das nächste Nockies-Fest geben wird in Mietstadt, werden wir dann quasi diesen Höhepunkt feiern. Diesen Höhepunkt von 40 Jahren. Okay, also ein ganzes Jubiläumsjahr gibt es daraus. Genau. Sehr schön. Und dann gibt es natürlich ein Jubiläumsalbum. Das wird jetzt, glaube ich, am 4.11. erscheinen. Und ja, man könnte es mal gerne einblenden. Das wird so ausschauen. Also ganz einfach. Nockies 40, ne? Genau. Kurz und bündig. Kurz und bündig. Also mehr braucht man gar nicht dazu sagen. Aber es werden natürlich alle Erfolge drauf zu finden sein, denke ich mal. Und natürlich auch neue Titel. Es gibt eine neue CD mit 12 oder bestehend aus 12 Liedern. Dann haben wir Duette, 15 Stück und zum Teil neu aufgenommen. Mhm. Wir haben die mit dem Gere, also mit dem DJ Ötzi, mit der Melissa Naschenweng. Ja, wir haben mit den Amigos aufgenommen. Wir Afsenik, also Ausenik mit dem Sascho. Die ganzen Duette, die wir schon gemacht haben mit Andrea Jürgens und Umberto Tozzi oder mit der Stefanie, sind zum Teil neu aufgenommen, sind nochmal modernisiert worden, also neues Kleid gegeben. Also es ist doch das eine oder andere neue Kleid zu hören und es gibt dann auch eine DVD, es gibt ja diese Fanbox, die man nur über uns, also über den Wilfried bestellen kann, noch als Fanshop oder sonst auch über die Plattenfirmen, da gibt es viele verschiedene Dinge drinnen. Also da ist ein Memo-Spiel drinnen, da sind die zwei CDs drinnen, da ist eine DVD drinnen, eine einstündige. Da gibt es auch einen Spezialdruck von jenem Bild, das man gewinnen kann. Also einer dieser 1000 Fanbox, die man da vorbestellen kann, wird das gewinnen dürfen von mir persönlich, dann überreicht bekommen. Also wir haben uns da einiges einfallen lassen und ich glaube doch, dass es recht interessant sein wird, diese Box zu haben. Für Sammler ein ganz besonderes Stück und für all jene, die nicht sammeln, gibt es natürlich auch diese Box, wenn man sie bestellt, für zu Hause dann oder für wo auch immer. Es ist eine ganz eigenartige, schöne Sache für mich, muss ich sagen, ein bisschen froh, dass wir das umsetzen haben können. Wir haben ja lange nachgedacht, wie, was machen wir, sind dann auf diese Box gekommen. Doch, toll. Ich bin auch gerade parallel auf der Homepage drauf. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, hier am Handy, genau. Ja. Also tolle Sache. Und eine Box, ich denke mal, die braucht man unbedingt. Also jeder Knock-Am-Fan oder Nockies-Fan. Nockies-Fan ist richtig. Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch nochmal ganz kurz, müssen wir auch nochmal kurz erwähnen.
Jeder Nockies-Fan, der sollte eigentlich so eine haben, obwohl ja heutzutage, wenn man so in die Plattenläden schaut, die großen Märkte nach und nach ihre Tonträgerabteilung runterfahren, da ist ja gar nicht mehr so viel zu kriegen, gell? Deswegen umso mehr ist das eine Seltenheit. Das stimmt. Es ist, ja, es ist eine Seltenheit. Es ist einfach, aber es ist trotzdem schön. Ich sage, jeder Sammler, der sammelt, der will das unbedingt haben. Und man macht sich ja auch deshalb Gedanken, was macht man? Mhm. Was bringt man? Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Es gibt im Prinzip ja alles. Deshalb muss man auch schauen, dass man die Dinge, die man macht, so macht, dass sie einen gewissen Wert haben, eine gewisse Wertigkeit. Ja? Und wenn man das hat, dann glaube ich schon sagen zu können, dass das auch passt. Auf alle Fälle. Genau, jetzt kommen wir mal ganz kurz nochmal auf den Namen. Ich meine, wir haben es, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, auch schon mal, glaube ich, darüber diskutiert. Gestartet seid ihr ja unter dem Namen oder mit dem Namen Nockalm Quintett. Ja. Und jetzt seit einiger Zeit nur noch die Nockies. Ich glaube, das ist so ein Name entstanden, der eure Fans auch ein Stück weit geprägt haben, oder? Vollkommen richtig. Also die Fans, speziell in der Schweiz, als wir vor 40 Jahren begonnen haben, die haben eigentlich seit dem ersten Zeitpunkt zu uns Nockies gesagt. Mhm. Die sind nicht hin und sagen, ah, wir gehen heute Abend, weiß ich wohin, irgendein ein Lokal, wo wir gespielt haben. Das sind ja Lokale mit 150 bis 300 Leute, mehr größer war das ja nicht. Und die haben nicht gesagt, wir gehen zum Nockies. Nein, die haben gesagt, wir gehen zu den Nockies. Nockies spielen da und warst du schon drüben, weißt du, nächste Woche kommen die Nockies oder da waren die Nockies. Mhm. Also wir waren einfach immer die Nockies. Und wir hatten aber den Namen behalten, Nockalm Quintett. Und vor, glaube 15 Jahren habe ich schon gesagt, wir sollten diesen Namen umschreiben. Wir sollten nicht mehr Nockalm Quintett heißen, sondern Nockies. Und da bin ich wohl ein bisschen auf Beton gestoßen. Jetzt aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wurden auch die Plattenfirmen und alle einsichtig und gesagt, naja, wir spielen ja eigentlich keine Volksmusik, nehmen Sie mehr, wir spielen Schlager, richtig deutschen, hochwertigen Schlager und da passt Nockies natürlich besser als Nockalm Quintett. Das ist der Grund gewesen, dass wir gewechselt haben. Natürlich war auch ausschlaggebend, dass die Leute, dass die Fans zu uns Nockies gesagt haben. Und natürlich ist man auch viel flexibler, wenn jetzt mal ein Bandmitglied mehr dazukommt oder einer euch verlässt, dann müssen es nicht immer nur fünf sein, wie es beim Quintett dann üblich wäre. Ne? Naja, wir waren sowieso ein sehr modernes Quintett. Genau. Wir waren zu fünf, wir waren zu sechs, wir waren zu sieben, haben wieder zurückgebaut gebaut auf fünf. Also man hatte diese musikalische Freiheit. Die hat man ja als Künstler. Und natürlich wird man immer wieder angesprochen, na, kann man in Österreich nicht zählen. Also ein Quintett ist fünf und ihr seid sieben. Warum, wieso, weshalb? Diese Fragen sind natürlich immer wieder gekommen und diese Fragen hat man auch dann früher oder später mal nicht mehr beantworten wollen, weil sie einfach zu müßig waren. Aber nichtsdestotrotz, man musste es machen und wir hatten es auch gemacht. Aber dann war natürlich meine Idee zu sagen, wir wollen oder ich möchte nicht mehr, dass es ein Quintett mit sieben Leuten ist, sondern wir wollen ein Quintett wieder oder als Quintett wieder Quintett sein. Hatten wir auch gemacht und jetzt fragt uns niemand. Natürlich fragt man, warte mal zu sechs, zu sieben, ja, es ist alles ein bisschen Schnee von gestern, aber mit diesen Fragen, Aussagen, Behauptungen, die stimmen, muss man leben. So ist es, genau. So, jetzt kommen wir noch auf den Kunstdruck nochmal, der da dabei ist. Ich meine, du bist ja, wer es jetzt vielleicht noch nicht weiß, du malst auch, gell? Ich male auch, ja. Ich male so in meiner Freizeit. Ich behaupte, ich bin kein Maler, sondern ich male einfach gern. Und wenn es Bilder gibt, die anderen Menschen gefallen, nicht nur mir, dann freue ich mich darüber. Mhm. Und ich bin, sage ich auch, stolzer Besitzer einer Galerie, die habe ich mir geleistet und die ist bei uns in Radenthein, die kann man auch besuchen, da stelle ich meine Bilder zum Teil aus, da gehen so 20, 22 Bilder, kann man da sich anschauen und auf meiner Homepage kann man natürlich alle Bilder anschauen, die ich schon je einmal gemalt habe oder die aktuell auch noch zu betrachten sind. Aber es macht einfach Spaß, es beruhigt und wenn ich dann in meinem Atelier bin, Musik höre, mich berieseln lasse von irgendeiner Musik und ein Bild male und das fertig habe, dann freue ich mich. Wenn ich bin ja auch genau derjenige, der hergeht und sagt, entweder es gefällt mir nicht. Wenn es mir nicht gefällt, wird es nachbearbeitet oder übermalen. Und wenn es mir gefällt, dann sage ich, okay, das
ist okay, kann ich so vertreten, dann können wir das auch anschauen. Was sind's denn hauptsächlich für Motive, die du malst? Ist das ganz unterschiedlich? Landschaften oder auch Porträts oder was kommt da so auf die Leinwand? Das ist ganz individuell und ganz verschieden. Mal male ich abstrakt, mal male ich Landschaften, mal male ich einfach abstrakte Landschaften. Also das kommt ganz darauf an, wie ich eingestellt bin, wie ich drauf bin, wonach ich Lust habe oder was mich gerade inspiriert hat, jetzt ein Bild zu malen. Also das ist ganz, ganz individuell. Okay, dann trifft ja bei dir sozusagen beides zu. Udo Jürgens hat es ja damals gesungen: Mein Bruder ist ein Maler, du bist jetzt Maler und Musiker in einem. Tja, also nochmal, Sänger ja, Maler jein, also es wird genug Maler geben, die das, was ich mache, wahrscheinlich nicht als super empfinden oder als so toll empfinden. Um das geht es mir gar nicht. Ich male nicht für die Maler, ich male für mich. Ich male für Menschen, die das gerne anschauen wollen, die das gerne sehen. Und ja, wenn Bilder dabei sind, die Gefallen finden, freut man sich natürlich. Genau. So, dann kommen wir nochmal auf die 40 Jahre zu sprechen. 40 Jahre ist eine lange Zeit. Wie gesagt, ihr habt viele Erfolge gefeiert, Grand Prix der Volksmusik, Hitparaden gewonnen und so weiter. Wenn du so ein bisschen Revue passierst, was gibt es für dich für Momente, die du vielleicht gerne hervorheben möchtest, hervorheben kannst? Also hervorheben kann man sicher einige Momente. Es waren viele Momente dabei, wo ich sagen darf mit ruhigem Gewissen, die waren schon so, dass man sie oder dass man sich gerne an die erinnert. Also ob das der Grand Prix Sieg war, ob das die ZDF Super Hitparade war, die wir gewonnen haben, gewisse Hitparaden, die wir immer zwischendurch gewinnen durften, ob das erste Plätze sind international. Man muss aber auch dazu sagen, dass man, wenn man das erreicht, auch viel Arbeit geleistet hat. Von selbst geht da gar nichts. Und deshalb ist es rückwirkend schön zu sagen, dass wir eigentlich viel mehr Höhepunkte hatten als Tiefschläge. So richtigen Tiefschlag hatten wir gar nie, aber Höhepunkte doch einige. Und jede einzelne goldene oder Platin-Schallplatte ist ein Höhepunkt, jeder Auftritt ist ein Höhepunkt. Das ist ganz, ganz verschieden. Und ich sehe jeden Auftritt als einen meiner Höhepunkte. Mal ist man ein bisschen besser drauf, mal vielleicht ein bisschen weniger gut drauf, aber man muss auf der Bühne die Leistung dennoch bringen. Und das ist schon wieder dann, wo ich sagen kann, also dieser Auftritt hat ein eigenes Flair, dieser Auftritt ist ganz, ganz individuell anders wie viele andere. Und das sind dann die Höhepunkte, die man leben und erleben darf. Genau, dann hast du es ja auch vorhin erwähnt, ihr habt ja einige Duette gehabt, klar, mit Andrea Jürgens, die ja leider nicht mehr unter uns weilt, dann auch mit Stefanie, Monika, Martin, Umberto, Tozzi und so weiter. Gäbe es noch jemanden, mit dem du gern noch ein Duett machen würdest in der Zukunft? Ich bin niemand, der jetzt sich mit Duettpartnerinnen oder Partner prahlen möchte oder müsste. Also ich mache meine Sache, wir machen unsere Sache. Für uns ist wichtig, dass die Nockes funktionieren und wenn es mal irgendwo ein Angebot gibt für ein Duett, dann werde ich mir das überlegen. Aber dass ich jetzt Duette anstrebe und sage, mit der oder mit dem möchte ich unbedingt ein Duett, das ist eigentlich noch nie irgendwie in meinem Hinterkopf gewesen oder darüber habe ich mich noch nie. Oder da habe ich nie nachgedacht noch. Also es gibt keine Wunschpartner oder Partnerin, die sagen, da würde ich mal gerne. Natürlich gibt es jetzt einige, viele, die sagen, naja, mit der oder mit dem könnte es ja mal machen. Bestimmt gibt es das, aber ich habe diese Vision nicht, dass ich irgendwann sagen muss, mit der oder mit dem etwas machen. Ja, sehr gut. Und wenn man jetzt so eure Besetzung, wie gesagt, nochmal aktuell anschaut, glaubt der Wilfried ist jetzt auch so einer, mit dem du die 40 Jahre wirklich treu durchgelebt Genau. hast, gell? Genau. Die anderen, klar, sind ein bisschen später dazugekommen oder ja, vor Ja, zum ersten. ich glaube, Markus ist 22 oder 23 Jahre, der Sigi ist, glaube ich, auch schon 17 Jahre.
Der Kurt ist der Jüngste, glaube ich, sind 4 oder 5 Jahre. Genau, und da gab es ja damals leider auch noch einen kleinen Schicksalsschlag mit eurem Schlagzeuger damals, gell? Vor ein paar Jahren. Trompeter, Schlagzeuger, der Dietmar, ja. Aber da war er schon ausgestiegen von uns. Es war nicht mehr in unserer Zeit. Es war danach. Ja, also wie gesagt, 40 Jahre, das Jubiläumsjahr läuft und da habt ihr bestimmt noch so die eine oder andere Überraschung im nächsten Jahr noch geplant, oder? Ganz bestimmt. Und mal schauen, wie, wo oder wie gut wir es umsetzen können. Das wirst du jetzt vom 15. bis 17. September sein in Mehlstadt. Darauf freuen wir uns. Worauf wir uns aber auch freuen, ist, es gibt ja eine Doku am 5.11. in ORF2 in Österreich und dann am 21.01. im MDR nach dem Wintermusi Open Air gibt es auch diese Doku, die ausgestrahlt wird über eine Stunde. Da wird man einiges erfahren über uns Nokis. Da wird man Bild- und Tonmaterial sehen und hören, was es bis dato noch nicht gab, was auch die besten und tollsten Fans nicht wissen. Und das wird eine eigene schöne Sache werden. Wir freuen uns irrsinnig darauf. Und das kann natürlich auch jeder, der die Nokis kennt, jeder, der das sehen will, anschauen. Ich habe es schon erwähnt, am 5.11. um 22.30 Uhr in ORF2 und dann eben am 21.01. im MDR. Also ich glaube, für jeden Noki-Fan ein Pflichttermin. Auf alle Fälle, das müssen wir uns ganz dick anstreichen. Und hier beim Promi-Geflüster wird es natürlich auch nochmal groß erwähnt. Da machen wir auf alle Fälle was Schönes draus, ganz genau. Super. Und natürlich hinter jedem erfolgreichen Musiker, hinter jeder erfolgreichen Band steht auch ein gutes Management. Und ich weiß, ich überrasche ihn jetzt. Er ist im Hintergrund der Gustl. Genau. Wir kennen auch schon lange. Er darf ruhig mal kurz ins Bild huschen, wenn er. Sehr gerne. Ich mache da gerne. Ich mache auch gerne Platz für ihn. Nee, bleibt ruhig beisammen. Lieber Gustl, servus, grüße dich. Servus. Ja, also auch wir kennen uns ja auch schon einige Jahrzehnte, kann man schon fast wieder sagen. Die Zeit verrennt, Wahnsinn, gell? Mhm. Was macht für dich als Management jetzt Snock am Quintett aus? Die Nokis aus. Die Nokis, Entschuldigung. Also ich habe sie noch unter Snock am Quintett sozusagen kennengelernt, managen dürfen. Der Unterschied, sage ich jetzt einmal zu dem, so wie ich es erlebt habe, ist, dass ich mit den Jungs wirklich befreundet bin, speziell mit dem Friedl. Da ist mehr wie eine Geschäftsbeziehung, ist eine Freundschaft. Der Vorteil ist, man kann sich alles sagen, man vertraut sich gegenseitig Dinge an auch, weil jede Karriere ist anders und man spricht auch oft über, wie schaut die Zukunft aus und was machen wir als nächstes und dass es da in diesen vielen Jahren, wo wir jetzt zusammenarbeiten, nie ein lautes Wort gab. Natürlich ist man nicht immer der gleichen Meinung, aber es wurde nie gestritten und es wurde immer an einen Strang gezogen. Und das ist besonders, ja, das ist wirklich besonders. Und speziell auch jetzt beim Erstellen dieser Dokumentation, wo wir die 40 Jahre Revue passieren haben lassen und alten Fotoalben gekramt haben, alte Videos. Der Friedl hat mir einen Koffer gebracht mit über 50 VHS-Kassetten. Die ich mir dann über Weihnachten letztes Jahr angeschaut habe. Und also das ist wirklich erstaunlich, was die Jungs geleistet haben. Nämlich auch vor allem in den Anfängen. Ja. In Lokalen gespielt, 6, 8, 14 Stunden, selbst auf- und abgebaut. Also wirklich von der Pike auf diesen Job auch mehr oder weniger erlernt haben, mit allen Vor- und Nachteilen. Also da habe ich schon großen Respekt. Und dass das heute noch so ist, dass sich so viele Menschen freuen, wenn ein neues Album erscheint, hat schon auch damit zu tun, dass es wenige Bands gibt, die so fleißig waren in den letzten Jahrzehnten, wie die Notis. Und das macht mir besonders stolz, dass ich diesen Weg schon so lange mitgehe und hoffentlich noch lange mitgehen darf. Ja, da drückt man euch ganz fest die Daumen, dass das wirklich noch lange geht, obwohl man ja, wie gesagt, die letzten 2, 3 Jahre ja wirklich viele Tiefschläge mitbekommen haben, gerade eben Corona-bedingt, jetzt natürlich Wirtschaftskrise. Da weiß man auch noch nicht so genau, wo da der Weg weiterführt. Aber ich denke mal, wer schon so lange dabei ist, denke mal, da wird es auch
immer wieder einen Weg geben, wo es weiter nach oben geht oder weiter vorwärts geht. Ich überlasse jetzt wieder dem Künstler das Bild. Servus. Genau, also, lieber Gustl, danke. Genau, ja, wir müssen kurz drauf zu sprechen kommen. Wie habt ihr so die letzten ein, zwei Jahre überlebt oder durchstanden? Man sieht, wir haben überlebt, wir haben ein bisschen abgenommen, aber wir haben es überlebt. Aber ja, es ist jedem gleich gegangen. Wir haben uns vorbereitet, wir haben die eine CD gemacht, wir haben die zweite CD gemacht. Also man hat natürlich mehr Zeit gehabt für das Studio, das muss man fairerweise sagen. Aber man war zu Hause, man hat gewartet, bis es wieder dieses Go gibt, dass man gehen kann, auf die Bühne kann, und war natürlich schon ein bisschen müßig die Zeit mit den ganzen Verboten, die wir gehabt haben. Man durfte kaum, am besten vors Haus gehen, wenn möglich nicht. Und ich habe zu Hause ein Haus, ich habe ein bisschen Grund, ich habe eine Galerie, ich habe, ja, wenn man so will, wie ein kleiner Hund, ein bisschen Auslauf. Ich habe das nicht so als schlimm empfunden, aber wenn jemand in einer kleinen Wohnung lebt, ohne Balkon, nur da drinnen leben muss, dem geht es natürlich nicht so gut wie mir oder wie vielen anderen auch. Also dann muss man sagen, ist es schon eher ein bisschen hardcore. Aber auch die haben das überlebt, und man sieht, der Mensch ist doch ein bisschen härter, als man öfters mal annimmt. Das stimmt. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, trotz allem, ich glaube, große Pläne kann man jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht so richtig wirklich machen. Was wird vielleicht so nach eurem Jubiläum? Wie wird es da eventuell weitergehen? Oder wie soll es weitergehen? Naja, also wir arbeiten nicht nur an uns, sondern wir arbeiten immer wieder an unserem Bühnenprogramm, versuchen es ein bisschen so zu gestalten, dass es für unsere Freunde passend ist. Wir machen auch jetzt schon wieder die Arbeit für unser nächstes Fest im September in Millstatt. Wir haben den ganzen Sommer hin nur viel gearbeitet für die Doku. Das war nicht so ganz einfach, da ist viel Zeit draufgegangen, aber schlussendlich ist immer wichtig, was unter dem Strich rauskommt. Und unter dem Strich kommt eben oder ist eben etwas Anständiges herausgekommen, macht einem dann auch wieder glücklich, und man kann sagen, naja, man hat sehr viel Zeit investiert, aber die Zeit ist gut investiert. Und wenn man das sagen kann, dann glaube ich, passt das schon ganz gut. Auf alle Fälle. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, euch, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum, zum 40-jährigen Bestehen. Grüß deine Kollegen ganz lieb. Mach ich. Und kann euch nur noch alles, alles Gute wünschen, eine gute Zeit. Kommt gut aus Jubiläumsjahr, und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank, dir auch. Alles Liebe, alles Gute, und ganz wichtig, gesund bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das stimmt, genau. Den Zuschauern, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Danke, ciao.